Und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 554. Mathe-Video. Hier noch einmal die Inhaltsübersicht. 552 ging bis hierhin. Das war Video 552. Dann habe ich in Video 553, ich hoffe, alle Abstandsaufgaben an Beispielen vorgeführt. 553. Und heute wollte ich mit dem Video 554 Schnittwinkel machen. Da gibt es dann die drei Möglichkeiten, Erklärung der Formeln und Beispiele, gerade, gerade, gerade Ebene und Ebene. Jetzt einmal nicht erschrecken, ich ziehe das jetzt, nee doch, das ist ja genau, Schnittwinkel. Also es gibt drei Fälle, die gerade G1 und die gerade G2 schneiden sich. Muss man immer überprüfen. Und dann entstehen, wie ihr seht, vier Winkel. Wenn ich jetzt ganz willkürlich diesen mit Alpha bezeichne, dann ist das hier der Nebenwinkel, also 180 Grad minus Alpha. Das hier ist auch wieder Alpha, ist der Scheitelwinkel. Und das hier ist auch wieder der Scheitelwinkel hierzu, also wieder 180 Grad minus Alpha. Man einigt sich darauf, dass man als Winkel zwischen zwei Graden immer diesen hier nimmt. Also immer den kleineren der beiden Winkel. Der zweite Fall ist der Fall, dass sich eine Gerade und eine Ebene schneiden. Das ist wichtig. Hier ist der Schnittpunkt. Am einfachsten, sage ich ja sowieso immer, ist, ich forme, wenn die Ebene nicht in der normalen Form gegeben ist, ich forme die erstmal um, weil ich hier den normalen Vektor brauche. Ist sowieso die schönste Form. Dann kann ich auch gleich gucken, ob Gerade und Ebene sich schneiden. Das ist ja dann nur noch eine einzeilige Gleichung mit einer Unbekannten. Und als Winkel, hier gibt es wieder zwei, nimmt man den Winkel, nimmt man den kleineren der beiden Winkel. Wenn ich den Winkel zwischen normalen Vektor, das ist ja der hier, und der Geraden messe, kriege ich also einmal hier, wenn das Ganze 90 Grad ist, ist 90 Grad minus Alpha. Und das hier ist also mein Alpha, der Winkel zwischen der Gerade und der Ebene. Ja, und das machen wir dann in einem zweiten Beispiel. Und im dritten Beispiel ist es wieder so, da schneiden sich also zwei Ebenen. Ist auch wichtig in einer Geraden. Und jede Ebene hat natürlich einen normalen Vektor. Ihr seht, das hier ist der normalen Vektor zu meiner Ebene E1. Und das ist der normalen Vektor zu meiner Ebene E2. Und der Winkel zwischen diesen zwei normalen Vektoren ist der Winkel Alpha. Der taucht hier wieder auf. Das kann man sich relativ leicht überlegen. Und das ist dann der Winkel, unter dem sich die zwei Ebenen schneiden. Und dazu mache ich mal Beispiele. Ja. Auf geht's. G1 geschnitten G2. Ja, welche Formel benutzt man? Natürlich benutzt man die Formel des Skalarproduktes, weil da nämlich der Cosinus drin steht. Und der Cosinus ist sowieso zum Winkelmessen große Klasse. Das darf ich vielleicht hier einmal sagen. In manchen Büchern stehen auch Sinusformeln zu bestimmten Fällen. Da würde ich die Hände von lassen. Und zwar habe ich einen guten Grund dafür, das zu sagen. Denn es geht ja, wenn hier die Winkel abgetragen werden, so, ich mache da mal 0 Grad hin, so als, dann habe ich ja hier 90 Grad und hier 180 Grad. Und es geht ja immer maximal bis hierhin, also zwischen 90 Grad und 180 Grad. Hier ist also 1 und hier ist minus 1. Und auf diesem Intervall ist der Cosinus eindeutig. Ja, das heißt, wenn ich einen Wert habe, dann kriege ich immer nur einen Winkelwert raus. Ich kriege ja immer diese Zahl raus und muss dann über Cosinus hoch minus 1 den Winkel berechnen. Und da kriege ich für jeden Wert zwischen minus 1 und plus 1 immer nur einen Vektor aus. Beim Sinus ist das nicht so. Ich zeichne das jetzt hier nicht ein. Ihr wisst ja, der Sinus geht hier so rum. Und wenn ich hier zum Beispiel einen nehme, kriege ich immer zwei Sinuswerte raus, also zwei Winkelwerte. Und dann muss ich zusätzliche Überlegungen anstellen. Also ich würde empfehlen, immer auf die Cosinusformel zurückzugreifen. Wenn ich das Skalarprodukt nach Cosinus Alpha umstelle, dann kriege ich das hier und dann ist das natürlich
relativ einfach, kriege ich tatsächlich einen großen Winkel raus. Also es kann ja sein, dass ich 170 Grad oder 130 Grad rauskriege. Dann weiß ich, dass ich den stumpfen Winkel erwischt habe. Und dann rechne ich eben 180 minus 130 und dann kriege ich hier eben 50 raus. Ein Beispiel dazu. Ganz einfach. Ihr seht, ich habe zwei Geraden, gleich immer auch drei. Das ist sinnvoll. Ich muss jetzt erstmal, das ist allerdings auch wieder wichtig, auch mit Punktebene, Punktgerade. Ich würde euch immer empfehlen, so ein Auge drauf zu haben, schneiden die sich überhaupt. Sonst kann es zu bösen Überraschungen kommen. Also ganz kurz hier. Ihr seht, ich habe die beiden geraden Gleichungen gleichgesetzt. Ich habe hier ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten und drei Gleichungen. Ich habe das nach dem Addition- und Subtraktionsverfahren gewählt und ich kriege hier drei Werte raus und der Schnittpunkt ist 3, 4, 1. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und dann brauche ich nur noch die Formel. Cosinus Alpha, erster Richtungsvektor 1, 3, 2 mal zweiter Richtungsvektor durch Länge des Richtungsvektors. Wurzel 14 mal Wurzel 6 gibt. Cosinus Alpha ist 0,33 oder Alpha ist 70,9 Grad. Da habe ich das sofort richtig gescheckt. Zweiter Fall. Gerade geschnittene Ebene. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass die Gerade die Ebene schneidet. Man kann natürlich hier jetzt nochmal zum Beispiel, wenn ihr euch entsinnt, man macht also da einen Vektor raus, 3 plus Alpha minus Alpha und 1 plus 2 Alpha und setzt diesen Vektor hier ein und berechnet daraus das Alpha. Und dann kriegt man den Schnittpunkt. Habe ich jetzt hier einmal weggelassen. Cosinus Alpha hatten wir gesagt, Ebene. Ach, hier habe ich ja unten. Entschuldigung. Tut mir leid. Cosinus Alpha. Ich nehme 1 minus 1, 2, den Richtungsvektor der Geraden. 7 minus 1, 5, Richtungsvektor, normalen Vektor der Ebene. Ich rechne also hier den Winkel aus zwischen dem normalen Vektor und der Geraden. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich wieder den kleineren rauskriege. Das habe ich hier gemacht. Hier gibt es Alpha gleich 31,9 Grad. Wenn es über 100, über 90 Grad liegt, muss ich von 180 Grad subtrahieren, damit ich den wieder rauskriege. Sonst würde ich den hier rauskriegen, ja? Den großen Zwischennormal. Okay, also ich habe hier 31 Grad raus für Alpha und dann rechne ich 90 Grad minus 31,9. Habe ich gemacht, gibt 58,1 Grad. Und das ist mein Beta dann, der Winkel zwischen der Geraden und dann der Ebene. Und der dritte Fall ist ähnlich einfach. Ich habe zwei Ebenen. Ich prüfe jetzt wieder nicht nach, ob die sich schneiden, weil ich dazu faul bin. 2, 1, minus 1 mal Vektor x gleich 12 und minus 3, 1, 1 mal Vektor x gleich minus 7. Habe ich die nicht in der normalen Form, verschaffe ich mir die normalen Form. Auch da habe ich ja gezeigt, dass das relativ schnell geht in den zurückliegenden Videos. Und dann habe ich also diesen normalen Vektor und diesen normalen Vektor. Ich nehme wieder meine Cosinusformel und bekomme 0,739 heraus oder Alpha gleich 42 Grad. Und dieses Alpha ist also der Winkel zwischen N1 und N2, respektive zwischen E1 und E2. Ja. Ja, wer weiterführende Aufgaben rechnen möchte, als da wären Ebenenscharen und Aufgaben damit Geradenscharen, also Punktscharen macht man nicht, Geradenscharen, der guckt auf meinem Mathematikkanal unter Mathematikaufgaben. Ach, das kann ich eigentlich auch eben zeigen. Ja. Ich mache euch jetzt also Mathematikaufgaben. Entschuldigt, dass ich jetzt hier vor euren Aufgaben, vor euren Augen im Internet surfe.
Hallo und schönen guten Nee, Tag das will zu ich einem nicht. neuen. Nee, ich will mich nicht selbst reden hören. Ist ja grauenvoll. Unter Playlists. Und da seht ihr alle meine Playlists. Dann zeige ich das eben einmal. Hier unten müsste man. Hier unten seht ihr vier Videos zu Ebenen, Scharen und geraden Scharen. Wer dann noch mehr möchte, wer alles wissen möchte, der guckt sich natürlich auch diese vier Videos an zu Kugeln und Kugelscharen. Da habe ich das Thema auch relativ erschöpfend mit behandelt. Und wer dann noch entsprechende Aufgaben machen will, schwierige Aufgaben, die allerdings alle, das will ich nicht verschweigen, eher aus dem Typ Leistungskurs sind. Der kann sich also in der Abiturvorbereitung und in den Abituraufgaben, da sind, findet ihr eine unwahrscheinliche Menge von vorgerechneten und ausführlich erklärten Aufgaben aus der analytischen Geometrie mit allen Tricks und Kniffen. Also Kugelscharen gibt es auch noch. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Hoffe, dass ihr demnächst wieder dabei seid, wenn ich meine Videoreihe Höhere Mathematik für Studienanfänger weiter fortsetze. Dann nehmt ihr mich einfach ins Abo, da freue ich mich drüber. Ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.